Die Alexander von Humboldt II ist in Bremerhaven kurz nach dem Auslaufen mit einem Schwimmkran zusammengestoßen. Dabei sind zwei Quermasten eingeknickt, teilte der Betreiber die deutsche Stiftung Sailtraining mit. Der genaue Hergang ist noch ungeklärt. Die rund 100 Passagiere kamen mit dem Schrecken davon, mussten das Schiff aber nach der Havarie verlassen.